Geben Sie Beispiele für steuerfreie Einnahmen. Wohlgemerkt, hier sind Beispiele gefragt, also ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Steuerfrei ist oder sind zum Beispiel das Arbeitslosengeld. Steuerfrei ist zum Beispiel das Kurzarbeitergeld. Und steuerfrei sind auch Leistungen aus bestimmten Versicherungen, zum Beispiel der Krankenversicherung oder auch der Unfallversicherung. Steuerfrei ist auch der Lottogewinn. Und dann gibt es dann immer so eine Thekenweisheit, dass Leute dann direkt sagen, aber nach einem Jahr musst du das versteuern. Ich weiß nicht, woher dieser Blödsinn kommt. Der Lottogewinn ist steuerfrei. Nur wenn Sie das Geld dann anlegen, zum Beispiel Immobilien kaufen, diese Immobilien vermieten und daraus Miete kassieren, dann müssen Sie die Miete versteuern. Aber der Lottogewinn ist, zumindest Rechtsstand heute, steuerfrei. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.